Hey Martin, verstehst du eigentlich was von Stoßversuchen? Ich bin verwirrt. Der Wichtel gestern im Adventskalender hat irgendwas darüber erzählt. Das ist ja ärgerlich. Gestern war ich ja nicht dabei. Aber dann sollte ich mir den Wichtel heute vielleicht nicht entgehen lassen. Wieso sind wir in unserer Küche gelandet? Vor allem ist hier ja niemand. Lass uns einfach wieder zurückgehen. Ja. Martin, Steffi, ich habe euch schon erwartet. Hä? Aber wenn wir jetzt erst in die Küche gegangen sind und eigentlich ins Wohnzimmer mussten, das macht doch gar keinen Sinn. Ich glaube, das ist eine von diesen Einstein-Rosenbrücken. Ach Leute, ihr seid ja total unentspannt. Setzt euch doch erstmal. Möchtet ihr einen Tee haben? Ja, so ein Tee, das klingt gut. Danke. Lecker. Aber das hilft uns jetzt auch irgendwie nicht weiter bei unseren Problemen, wie wir die Kerzen anzünden. Ist doch schon der dritte Advent. Ganz genau. Und das machen wir einfach mit dem Teewasser. Hä? Warte mal, willst du mit kochendem Wasser eine Kerze anzünden? Ja, so ungefähr. Pass auf, ich zeig's euch. Hier ist Wasser drin. Es kocht, deshalb kommt hier aus dem Rohr 100 Grad Celsius heißer Wasserdampf raus. Mit dem Brenner können wir den Wasserdampf noch weiter erhitzen, bis er ungefähr 300 Grad Celsius heiß ist. Ganz genau. Probier's doch mal aus. Danke, das war ja praktisch. Hä, praktisch? Du hast doch da mindestens drei Werkzeuge zum Feuer machen. Aber das wäre doch langweilig. Hättest du gedacht, dass man mit Wasserdampf ein Schleim... Hey, du hast doch nicht mal eine Nadel in einer Tanne. Währenddessen im Physikalischen Institut. Der Physikprofessor Klaus Desch sitzt in seinem Büro und korrigiert die Übungszettel seiner Studenten. Diese unfähigen Erstsemesterstudenten. Das sieht man immer beim Übungszettel korrigieren. Hier ein Vorzeichenfehler, hier fehlt die Einheit. Ach, das Auto hat also die 29-fache Lichtgeschwindigkeit. Interessant. Und die Corioliskraft bringt Züge zum Schweben? Nee. Da werden ja ganz neue Wahrheiten verbreitet. Wir waren früher nicht so dumm. Ich lasse die alle bei der nächsten Klausur durchfallen. Ah, da bist du ja, Professor Klaus Desch. Wer hat Ihnen erlaubt, mich zu duzen? Ich bin der Weihnachtsmann. Ich darf das. Aber mir ist da etwas zu Ohren gekommen. Von sehr, sehr schweren Klausuren. Viel zu schweren Hausaufgaben. Das kannst du doch nicht machen. Die armen Studenten. Und außerdem, du machst ja selber Fehler in der Vorlesung. Ich? Ja,
Niemals. Und ob du das tust? Aber du, ich habe mich mal gefragt, wie du das eigentlich machst, dass du so viele Kinder in so kurzer Zeit mit Geschenken versorgst. Das geht doch rein physikalisch gar nicht. Pass mal auf. Es gibt ungefähr, oder genau, 378.836.317 Kinder auf der Welt. 318 ist es gerade wieder eins geboren worden. Ach, also gut. 318. So, jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht nur jedes vierte davon brav ist, dass also der Anteil der braven Kinder ein Viertel ist, dann, wie viel Zeit hast du? Einen Tag. Wenn man die Zeitzonen noch berücksichtigt, hast du vielleicht 31 Stunden. Und daraus folgt, dass du 822,6 Haushalte pro Sekunde versorgen müsstest. 822 Haushalte pro Sekunde. Das ergibt eine mittlere Geschwindigkeit von 1046 Kilometer pro Sekunde. Und das ist ungefähr, wie selbst du sicher weißt, ungefähr die 3000-fache Schallgeschwindigkeit. Wie soll das gehen? Und wenn man dann noch bedenkt, ein Geschenk, wie schwer sind deine Geschenke? Sagen wir 0,5 Kilogramm. Dann folgt daraus, dass dein Schlitten mindestens 50.000 Tonnen wiegen müsste. Und das mit 3000-facher Schallgeschwindigkeit. Dann kann man ja ganz leicht ausrechnen, dass dein Schlitten in 4,36 Millisekunden in Flammen aufgeht. Das geht doch nicht. Und überhaupt hast du dir mal überlegt, ob das mit dem Tierschutz in Einklang steht, einfach Rentiere vor den Schlitten zu spannen und die Arbeit machen zu lassen. Und dann kleine Kinder schlagen, das ist ja wohl auch pädagogisch höchst fragwürdig. Du bist ja ganz schön frech. Und du bist ganz schön dick. Oh, findest du? Du bist ja eigentlich abgenommen. Das ist gemein. Außerdem, ein Weihnachtsmann muss das so aussehen. Wie sähe denn ein magerer Weihnachtsmann aus? So. Und für so einen frechen Professor wie dich gibt es dieses Jahr keine Geschenke. Es sei denn, du erscheinst einen Tag bei Steffi im Adventskalender. Na gut, dann musst du mir aber auch verraten, wie du 378 Millionen Kinder an einem Tag mit Geschenken versorgst. Oh, da feilscht aber einer ganz schön. Aber ich will mal nicht so sein. Schau dir das mal genau an. Heureka! Das ist ja Physik jenseits des Standardmodells. Wahnsinn. Okay, okay. Dann komme ich deinen Wünschen mal nach. Was muss ich jetzt tun? Also, als erstes musst du diese tolle Mütze aufsetzen. So. Sehr schön, das sieht gut aus. Und dann immer freundlich lächeln. Denn du bist ein fröhlicher Wichtel, ja? Okay, und wann darf ich den Versuch dann vorführen? Also die Kerze für heute ist schon angezündet. Ich denke, dann solltest du in einer Woche dabei sein. Halte dich also bereit und vielleicht guckst du dir deinen Versuch schon mal ein bisschen an. Ich wünsche dir ganz doll viel Erfolg. Ich glaube, du machst das gut. Und grüß dich, Steffi, von mir, ja? Ich bin dann weg. Tschüss. Tschüss.